Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hauptstadtsport TV. Heute mit mir Caro und meinem werten Kollegen Nils. Hallo auch von mir. Am Wochenende ging es sehr sportlich zu. Wir waren für euch beim Volleyball, beim Wasserball und beim Eishockey. Richtig. Wir kommen jetzt aber als erstes zum Handball. Dort wurde der Länderpokal der besten Nachwuchsspieler Deutschlands ausgespielt. Mannschaften aus 8 Bundesländern kamen angereist und da war mal wieder pure Emotion angesagt. Der große Sieger des 18. Länderpokals heißt HV Niedersachsen. Im Finale der besten Auswahlmannschaften Deutschlands besiegten die Grünhemden in der großen Halle am Sportforum den bis dahin ungeschlagenen Favoriten aus Hessen nach sensationeller Aufholjagd mit 23-22 und setzten einem durchgängig spannenden Turnier damit die Krone auf. Wir haben uns so gepusht in der Halbzeit, mit der Halbzeitsprache, haben gekämpft, haben alles gegeben. Ja, und dann kommt sowas raus mit dem Teamgeist. Über 3 Tage lang duellierten sich Deutschlands beste Auswahlmannschaften erst in 2 Vorrunden und dann am Samstag und Sonntag die jeweilige Platzierung untereinander auszuspielen. Das Tempo und die Vielseitigkeit der Spieler dabei beeindruckend. Also ich kann den Vergleich ja zu den letzten Jahren nehmen und das Spielniveau ist sehr hoch, eventuell auch höher wie die letzten Jahre. Und was besonders faszinierend ist, ist eine große Ausgeglichenheit da in den Spielen. Also beide Spiele hier in der Halle sind ja sehr knapp ausgegangen und das zeigt, dass wir auf einem ganz hohen ausgeglichenen Level spielen. Der Handballverband Berlin scheiterte nach holpriger Gruppenphase am späteren zweiten Hessen. In einem spannenden Spiel mit furioser Aufholjagd war es am Ende die Puste, die den Hauptstadtjungs ausging. Bitter vor allem deshalb, weil die beste Leistung des Turniers nicht fürs Finale reichte. Wir haben auf jeden Fall viel besser gespielt als heute Morgen und gestern. Vor allem in der zweiten Halbzeit oder gerade in der zweiten Halbzeit in der Verlängerung. Deswegen ist es umso bitterer, aber wir sind stolz auf das, was wir geleistet haben und versuchen morgen die Bronzemedaille zu holen und einen versöhnlichen Abschluss zu schaffen. Stolz kann aber nicht nur das Team von Trainer Bob Hanning sein. Alle Teilnehmer boten ein klasse Handballwochenende und bewiesen, dass es nicht gerade schlecht steht um den Nachwuchs des Deutschen Handballbundes. Die Sonne leitet ja so langsam den Frühling ein. Es ist schön warm draußen. Wir wagen aber den Spagat und gehen nochmal zum Wintersport. Es fand nämlich das DEB-Pokalfinal vor in Berlin statt. Und zwar im alterwürdigen Wellblech. Palast. 2 Tage lang voller Damen-Eishockey für Berlin ging an den Start die OSC Ice Ladies. DEB-Pokal-Final vor der Frauen, das hieß 2 Tage lang Spitzen-Eishockey im altehrwürdigen Wellblechpalast. Die 4 besten Mannschaften der Liga suchten noch einmal den allerbesten ihrer Zunft. Das Eis 2 Tage lang vor dem Schmelzpunkt. Kufen geschliffen und ab aufs Eis. Den Beginn machten der ESC aus Ingolstadt und der ECDC Memmingen. Die Partie war hart geführt, die Allgäuerinnen mit einigen Zeitstrafen, die Schanzer gekonnt nutzten. 1, 2 und 3 Memmingens Pokaltraum damit vorbei. Dem Pokalfluch trotzen, die Devise des Titelverteidigers aus der Hauptstadt. Die OSC Ice Ladies wollten als erster Endrundenausrichter überhaupt den Pott in der eigenen Halle behalten. Die deutschen Meisterinnen vom ERC Planegg Würmtal hatten was dagegen, auch wenn Berlin im letzten Drittel mal sowas von am Drücker war, die Chancenverwertung ein großes Problem. Auch im Spielplatz 3 gegen Memmingen, da verzweifelten die Berlinerinnen und die Süddeutschen feierten ein wahres Tore-Festival. 7-mal schlug der Puck im Berliner Gehäuse ein, Bronze geht daher an Memmingen. Ja, es war einmal ein harter Kampf, aber wir haben einfach total viele Tore kassiert und dann war natürlich erstmal die Luft raus und es ist schwer, dann wieder reinzukommen ins Spiel. Und ja, wir haben es versucht, aber es hat einfach am Ende nicht sein sollen. Und dann das Finale der Showdown, die Werbung für den Sport. Planegg gegen Ingolstadt, Spannung und packende Zweikämpfe bis zur letzten Sekunde und darüber hinaus. Nach 60 Minuten stand es nämlich 1-1, die Folge Penalty Shootout. Ein dramatisches Ende für ein mitreißendes Match. Planegg an der Reihe, Spielberger und drin das Ding. Der einzige Treffer im Ausschießen bringt den ERC-Girls den Pokal. Glückwunsch! Insgesamt bin ich zufrieden. Es war vielleicht ein bisschen Glück dabei, weil im Shootout
Das ist ein bisschen ein Glücksfall, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Wir sind super glücklich über den zweiten Platz. Natürlich mit einem weinenden, lachenden Auge, wenn man im Finale ist, will man Erster werden. Dass es dann im Penaltyschießen sich entscheidet, das ist immer eine 50-50-Chance. Zwei Tage Valley, zwei Tage Damen Eishockey, zwei Tage Spitzensport. Die OSC Ice Ladies aus Berliner Sicht zwar leider ohne Metall um den Hals, dafür haben sie gezeigt, was dieser Sport zu bieten hat. Spannung, Emotionen und Begeisterung. In der Volleyball-Bundesliga geht es langsam in die entscheidende Phase. Die Playoffs stehen an. Richtig, im Viertelfinale kam es zum Berlin-Brandenburg-Derby. In der Max-Schmeling-Halle traten die BR-Volleys gegen die Netzhoppers Königswusterhausen Bestensee an. Derbyzeit im Volleyballtempel, die Berlin Recycling Volleys gegen die Netzhoppers Königswusterhausen Bestensee. Dieses Spiel gleich doppelt besonders. Zum einen, weil dieses Aufeinandertreffen die Hauptstadtregion immer elektrisiert, und zum anderen ist es die erste Playoff-Viertelfinalbegegnung in der Volleyball-Bundesliga. Die Jungs von Mirko Kulic, sowas wie der Lieblingsgegner vom Hauptstadtrivalen, denn schon im normalen Ligabetrieb gewannen die Volleys ohne Satzverlust, und auch dieses Spiel ist ganz flott erzählt. Der Volleyball-Riese beherrschte die Mannen in Grün vom ersten Aufschlag an und punktete schneller, als es die berühmt-berüchtigte Polizei erlaubt. Nach 45 Minuten führten die BR-Volleys bereits mit 2:0 Sätzen. Auch im dritten Durchgang sah es so aus, als hätten die Hausherren nach dem Match noch einen wichtigen Termin, den sie wahrnehmen mussten. Der Netzhoppers-Block ins Aus besiegelte den 3:0-Satzsieg des deutschen Meisters. Ein, zwei Fehler, die wir hier noch zu viel gemacht haben, werden wir, denke ich, in der nächsten Zeit abstellen. Wir werden hier öfter jetzt trainieren, werden uns wieder richtig schön in unseren Tempel reinarbeiten und dann weniger Fehler machen, auch im Aufschlag. Ein weiterer Sieg gegen die Netzhoppers bedeutet das Halbfinale für die Berlin Recycling Volleys. In der Brandenburger Hölle wollen die Jungs von Marc Lebedieu die Pflichtaufgabe schnellstmöglich abhaken. Denn dann haben die Hauptstadtvolleyballer nur noch ein Ziel vor Augen, das Final Four in der eigenen Halle. Wir waren ja für euch letzte Woche in Potsdam beim Wasserball-Pokal-Final Four und die Wasserfreunde Spandau haben den Pokal nach Hause geholt. Richtig, und jetzt kam das erste Bundesligaspiel nach diesem Erfolg und das war sofort ein Spitzenspiel, und zwar gegen den ASC Duisburg. Drittes Hauptrundenspiel für die Wasserfreunde Spandau 04. Nach dem Pokalsieg am vergangenen Wochenende soll die deutsche Meisterschaft folgen. Jetzt gilt es, für eine gute Ausgangslage für die Playoffs zu sorgen, am besten gleich heute im Duell mit dem Dauerrivalen aus Duisburg. Aber Vorsicht, im Hinspiel kassierten die Wasserfreunde nach einer schwachen offensiven Vorstellung ihre einzige Niederlage der Saison. Die Hauptstädter in den dunklen Kappen brennen also auf Revanche und legen auch gleich mal einen richtig guten Start hin. Nach 3 Minuten knallt Matteo Tschuk den Ball zum ersten Mal in die Duisburger Maschen. Die Gäste zeigen sich davon aber wenig geschockt und gleichen nicht nur postwendend wieder aus, sondern gehen durch Daniel Groß 40 Sekunden vor Schluss des ersten Viertels sogar in Führung, und zwar mit 3:2. Im zweiten Viertel wird Arno Trosts Mannschaft allerdings kein weiterer Treffer gelingen. Die Spandauer stellen einerseits gut die Räume zu, und wenn dann doch mal ein Duisburger zum Abschluss kommt, hat Laszlo Baksa stets eine Hand am Ball. Aus der sicheren Verteidigung heraus erhöhen die Wasserfreunde auch offensiv den Druck und können die Partie dank der Tore von Moritz Oehler und Mathieu Tschuk zur Halbzeit drehen. Zielwasser gibt es in der Pause bei den Spielern des Amateursportclubs nicht zu trinken. Die Duisburger beißen sich weiterhin an Laszlo Baksa die Zähne aus, während Spandau nach Belieben kontern und kombinieren kann. So kommt es, dass das erwartete Spitzenspiel auf einmal recht einseitig ist. Martin Vermeera erzielt hier schon das 9:4. Auf Duisburgs Bank gibt es längst nur noch lange Gesichter zu betrachten. Da ändert auch das zwischenzeitliche 12:5 durch Martin Restovic nichts. Die Wasserfreunde gewinnen schließlich 13:5 und machen damit einen großen Schritt Richtung Heimvorteil in den Playoffs. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, so ins Spiel zu kommen, aber dann haben wir irgendwann die Kurve gekriegt und genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten und auch in der Vorbereitung die ganze Woche so einstudiert hatten.
Die Wasserfreunde Spandau haben mit dem 13:5 erstmal ein gehöriges Zeichen gesetzt. Eins ist klar, der Weg zur Meisterschaft führt nur über die Hauptschicker. Wir hatten heute schon ziemlich viele Mannschaftssportarten, deshalb jetzt zu den Einzelkämpfern. Und die sahen wirklich sehr elegant aus. Richtig, nämlich bei der rhythmischen Sportgymnastik, da wurde die Berliner Meisterin gekürt. Am vergangenen Wochenende fanden in der großen Turnhalle im Olympiapark die Berliner Meisterschaften der rhythmischen Sportgymnastik statt. Rund 40 Teilnehmerinnen aus insgesamt 11 Berliner Vereinen zeigten ihr Bestes und kämpften um eine Nominierung für die deutschen Meisterschaften. In der Halle selbst gilt absolutes Schuhverbot, bei angenehmer Fußbodenheizung jedoch gar kein Problem. Zu der Tonsportart gehören insgesamt ja 5 Handgeräte, Seilreifen, Ball, Keule und Band. Pro Durchgang haben die Gymnastinnen 1 Minute 30 Zeit, um ihr Können mit den Handgeräten unter Beweis zu stellen. 3 Würfe gilt es zu meistern dabei und natürlich zu fangen. Bei Verlust gibt es Punktabzug. Also wir bewerten einmal die Schwierigkeiten, das heißt die Elemente, die Gymnastinnen touren, also Sprünge, Stände, Drehungen. Und dann gibt es auch noch eine Note für die Ausführung, also wie sauber eine Gymnastin turnt. Und am saubersten in ihrer Altersklasse turnte Nathalie Köhn vom 1. VfL Fortuna Marzahn. Sie überzeugte die Jury in den 4 Durchgängen am meisten. Eine Lieblingsdisziplin, na klar, die hat Nathalie, und zwar den Ball. Ich mag das so, mich so in die Rolle so reinzuversetzen. Das macht mir ganz viel Spaß. Später möchte ich mal in der Nationalmannschaft touren und bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und wenn es geht, sogar bei Olympia teilnehmen. Große Träume im Alter von 14 Jahren, vielleicht klappt es ja, mit der Olympiateilnahme und wenn dann hoffentlich sogar in der eigenen Hauptstadt. Wir haben für euch ja die komplette letzte Saison der KSC-Ladies begleitet. Leider sind sie jetzt aber sportlich abgestiegen. Genau. Wir schauen trotzdem für euch auf die Saison zurück und es gibt noch Hoffnung auf den Klassenerhalt. Leidenschaft für den Sport mit Herz und Seele für die Erstklassigkeit. Der Köpenicker SC, eine große Volleyballfamilie, die in diesen Tagen besonders eng zusammenstehen muss. Sportlich ist das Team vom derzeitigen Trainer Björn Mattis abgestiegen. Die Enttäuschung und die Angst vom endgültigen Abstieg ist bei der Saisonabschlussveranstaltung allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben. Worte einer enttäuschenden Saison. Schwierig. Chaotisch. Und trotzdem waren wir ein Team. Ann-Marie Knauf trifft so ziemlich auf den Punkt, denn die Schmetterlinge bewiesen besonders gegen den neuen Pokalsieger MTV Stuttgart oder auch gegen den VC Wiesbaden, was mit mannschaftlicher Geschlossenheit alles geht. Das waren die Lichtpunkte der Saison, doch so schwer es auch fällt, von einer Schattenseite holten sich die Mädels aus Köpenick nicht. Eigentlich ist es, glaube ich, Dezember um den Dreh rum, wo viele uns verlassen haben, viele Spieler, und es ist so chaotisch bei uns alles war. Der Tiefpunkt schlechthin. Einer der Abgänge war Mona Elvasimi. Sie ging ausgerechnet zu den Rabenwils Biburg, direkter Konkurrent um den Klassenhalt. Im vorletzten Spiel dann einer der bitteren Tiefpunkte der Saison. Ausgerechnet die Ex-Köpenickerin gab die spielentscheidende Angabe zum Sieg der Raben. Zu all den Turbulenzen kam auch noch der Trainerwechsel. Benedikt Frank ging auf Wunsch der Mannschaft. Co-Trainer Björn Mattis wurde für die letzten 3 Spiele Cheftrainer, leider ohne Erfolg. Wie es mit ihm weitergeht, steht genauso in den Sternen wie ein möglicher Klassenerhalt. Die Volleyball-Bundesliga möchte die Anzahl der Teams aufstocken, den Lizenzbedingungen werden aber kaum andere Teams gerecht. An der Wuhle kämpft nun die neue Geschäftsführerin Katrin Peters für die Erstklassigkeit. Also wir haben noch nicht alle Finanzen zusammen, um den Lizenzantrag wirklich zu stellen. Mit einer Marke von 300.000 rechnen wir und wir suchen noch Sponsoren. Jeden Groschen umdrehen, alles geben. Vereinsverantwortliche, Spielerinnen, Fans und Sponsoren haben noch bis April Zeit, auch eine sportlich erstklassige Familie zu bleiben. Höher, schneller, weiter. Jetzt kommen wir zur Leichtathletik. Und zwar stand dort der 19. internationale Siebenkampf des SC Tegeler Forst auf dem Programm. Und da war sogar ein Europameister dabei. Die klassische Individualsportart Leichtathletik. Nirgendwo anders werden die menschlichen Bewegungsabläufe des Laufens, Springens und Werfens so perfekt und elegant miteinander vereint wie hier.
Und trotzdem ist diese Sportart vor allem beim 19. Hallensiebenkampf vom SC Tegeler Forst irgendwie anders zu verstehen. Es kommt nicht auf die persönliche Bestleistung an, vielmehr beherrscht das Miteinander, das Wir-Gefühl, die zweitägige Veranstaltung. Diesen Wettkampf mache ich seit, glaube, fast 20 Jahren, seit Anfang an jedes Jahr mit. Das ist jedes Mal ein ganz tolles Erlebnis. Und wenn man das in Gemeinschaft macht und angespornt wird, dann ist das einfach ein geiles Gefühl. An zwei Wettkampftagen konnten alle Teilnehmer in 7 verschiedenen Disziplinen sich dem Motto schneller, höher, weiter stellen. Das Starterfeld dabei bunt gemischt von jugendlichen Teilnehmern bis hin zu Senioren-Europameistern. Sie alle nahmen teil am Siebenkampf des SC Tegeler Forst. Wir haben allerdings heute eine Ausnahme zu laufen. Wir hatten einen Sportlehrer aus dem Raum Paderborn, der hat angefragt, ob er mit 2 Schulklassen teilnehmen könnte. Wobei aber die Schüler nicht alle 7 Disziplinen jeweils einzeln durchmachen wollten, sondern zu zweit sich die 7 Disziplinen aufteilen. Gemeint ist die Realschule Nieheim. Diese kam dank ihres Sportlehrers mal eben per Bus ins 400 Kilometer entfernte Berlin und verdeutlichte damit die kontroverse Leichtathletik. Na klar, sie ist eine Individualsportart, doch als Team noch wertvoller. Es ist einfach ein richtig sportliches Event für die Schüler, wo sie sich rankämpfen müssen, wo sie Ehrgeiz entwickeln müssen, wo sie sich motivieren, gegenseitig anfeuern. Und das ist doch alles, was ich als Sportlehrer oder als Lehrer überhaupt erreichen kann, wenn ich die Schüler für etwas motivieren kann. Und das klappte doch ganz gut. Über 2 Tage lang wurde zusammen gezittert, gejubelt und sich ausgepowert, um am Ende sogar fast den eigenen Sportlehrer beim Hochsprung zu besiegen. Geklappt? Das war noch nicht ganz, aber darum ging es ja auch nicht. Vielmehr zeigte der 19. Hallensiebenkampf, dass Leichtathletik mehr ist als eine verbissene Einzelsportart. Hier kann man Spaß haben, alleine oder als Mannschaft. Und schon sind wir am Ende der Sendung. Es war uns wie immer eine Freude, euch durch die gesamte Sendung zu führen. Genau, klickt weiter fleißig auf Twitter und auf Facebook und verfolgt uns auf Instagram und auf Google+. Jetzt bleibt uns auch nur noch zu sagen, bleibt sportlich!